Die Installation von Tatmüll ist kinderleicht. Dazu gehen wir einfach auf die URL https tatmüll.net und können dort über den großen Button die letzte Version von Tatmüll herunterladen. Anschließend entpacken wir das ZIP-File auf dem Desktop. Und danach öffnen wir einfach den entpackten Ordner. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist die HT-Access-Datei uns anschauen. Dazu öffnen wir die Datei und schauen uns die einzelnen Einstellungen an. Das meiste können wir so lassen. Das Einzige, was wir in diesem Fall machen möchten, wir möchten HTTP auf HTTPS umleiten. Dazu löschen wir hier einfach den Kommentar. Wir möchten auch www auf Nicht-www umleiten. Dazu löschen wir diesen Kommentar. Und zum Schluss wollen wir noch die Slashes am Ende der URL umleiten. Dazu löschen wir auch diesen Kommentar, speichern das Ganze und sind fertig. Danach können wir ganz einfach die Dateien auf unseren Server hochladen. Und während es hochlädt, können wir uns die Dokumentation anschauen. Hier finden wir einen Punkt Installation und dort lesen wir, dass wir die folgenden Ordner beschreibbar machen müssen. Das ist Cache Settings, Content und Media. Wir schauen uns kurz an, welche Permissions, welche Erlaubnisse da rein sollen. Empfohlen wird für die Ordner 755 und für die Files 744. Wenn die Dateien hochgeladen sind, gehen wir einfach auf den Server und überprüfen einmal die Dateiberechtigung und in diesem Fall sehen wir, dass die Dateiberechtigung schon korrekt ist und wenn sie nicht korrekt ist, müssen wir sie einfach anpassen über unser FTP-Programm. Danach können wir einfach auf unsere Seite gehen. In diesem Fall hatten wir Tatmüll unter der URL tatmüll.trendschau.net installiert, also unter einer Subdomain, was genauso funktioniert wie über eine normale Domain. Und wir öffnen einfach die Seite. Dann werden wir aufgefordert, einen Account zu erstellen, einen Administrationsaccount. Wir nennen den in diesem Fall einfach mal Trendschau, vergeben eine E-Mail und vergeben irgendein Passwort, das wir natürlich hinterher wieder ändern können. Anschließend bekommen wir hier auf einen Startscreen und können über diesen Button zur Seitenkonfiguration gelangen. Dort können wir ein paar Einstellungen vornehmen. Ich ändere mal den Seitentitel, gebe einen Autoren ein und ändere Sprachattribut auf der Seite auf DE, auf Deutsch, speichere das Ganze. Und jetzt können wir auch schon die Webseite sehen und wie wir sehen, ist alles direkt besuchbar ohne irgendwelche zusätzlichen Aufwände.